Läuft das jetzt? Das ist ja hier so ein Chaos. Willkommen zum zweiten Wochengruß. Wir hatten bis vor 3 Minuten hier praktisch ein Wochenende. Die Hälfte ist schon weg, die anderen sind noch da und ich mache den zweiten Wochengruß. Und ich erkläre erstmal, was die Zahl bedeutet. Und einige haben sich gewundert, warum der letzte 2216 heißt. Das ist das Jahr und die Kalenderwoche. Und darum kommt jetzt der Wochengruß 2217. Kannst du bitte mal die Türe zumachen? Dankeschön. Hier sind noch einige Teilnehmer, weil diesmal mache ich den viel schneller. Du kannst gerne mal in die Runde schwenken, dann zeige ich, wer noch da ist. Und gucken, wer als erstes kommt. Das ist Caroline! Und die hat heute, yeah, 3-jähriges Jubiläum bei Ralf Stumpf Seminare. Am 1. Mai ging das los. Jetzt bist du 3 Jahre alt. 3 Jahre dabei. Okay, 3 Jahre alt dabei. Moment, wenn du sprichst, müssen wir dir einen Löffel geben. Wir machen das hier, nee, Löffel, ja genau. Wir machen das hier so, wie es auch sonst im Seminar ist. Mein Alter bei Ralf Stumpf Seminare ist 3. Gut, hervorragend. Jubiläumsalter. Und daneben sitzt, ich sag über dich was, da musst du nichts sagen, ne? Iris, die deswegen erwähnenswert ist, weil sie vorhin meinte, dass wenn das Erlebniswochenende hier ist, du hättest eine bequeme Schlafcouch für 2. Ich hab sogar überlegt, ich Idiot. Da musst du einen Löffel nehmen, du bist, nein. Ich habe sogar also ein separates Zimmer als Gästezimmer mit so einer Doppelschlafcouch. Mhm. Das steht zur freien Verfügung. Und ich kann aber auch noch eine zweites Schlafcouch im Wohnzimmer. Die Leute sollten gut aussehen, wohlerzogen sein und Geschenke mitbringen? Genau. Also mindestens ein neuer Porsche sollte dann schon drin sein. Mhm. So hatte ich mir das vorgestellt. Nein, aber herzlich willkommen und ja, sollen cool. Sich dann einfach melden über Ralf oder iris.rehberg@web.de. Das ist unsere Community. Guck mal, das ist der berühmte Daniel, einer der Studio Jablonski-Stars, der auch auf dem Erlebniswochenende da ist und jetzt den Löffel in der Hand hat und nicht weiß, was er sagen soll, was aber auch nicht schlimm ist. Ich sage immer nichts. Du sagst einfach nichts. Ich sage sonst immer so viel schon. Das stimmt. Du hast ja ganze Webinare, wo du alleine was sagst. Zum Beispiel. Jetzt, wenn du weiter schwenkst, dann kommt Nicoletta, die deswegen erwähnenswert ist, weil auch du hast gesagt, du hast irgendwie einen Schlafplatz am Erlebniswochenende. Genau, komm zu mir. Ich habe ein Schlafzimmer und ein Bett und ich nutze das nicht. Also gerne kann ich das abgeben für das Wochenende. Wie cool ich unsere Community finde. Ha? Ich finde unsere Community so cool. Ja. Ja, genau. Ich freue mich auf euch. Da könnte es sein, dass irgendwann das Kabel abreißt. Das ist Lucia, die kennt man aus dem berühmten Podcast Nummer 17, der vor 4 Tagen erschienen ist. Das ist die Frau, mit der ich über Geld geredet habe. Die, wie über Geld weniger, über Inflation. Geld, Inflation, Krise und was mehrere mir Feedback gegeben haben, deinen coolen Großvater, das haben sie sich gemerkt. Die Geschichten waren klasse. Ich würde mich freuen. Wir haben ja hinterher nochmal drüber geredet und wir haben ja gesagt, wir machen vielleicht nochmal einen zweiten Teil in ein paar Wochen. Wo wir einen Tick mehr konkreter werden, also zum einen, was das Mindset betrifft und die Glaubenssätze und auch die Idee, wie man vielleicht... Vielleicht auch Strategie. Ja. Ist ja für viele auch genau. Interessant, ne? Genau. Wie fange ich an oder ne? Wie sind Schön. Die Schritte und so. Ja. Ja, ich würde auch gerne einen Schlafplatz anbieten, aber ich bin nicht in Berlin. Oh! Am 2. 3. Ja. Schade. Das war leider nicht abgesprochen, ne? Boah. Nein, das war ein Spaß. Reicht das Kabel? Es tut mir leid für alle. Genau. Die zu Hause an den Bildschirmen sich das gerade angucken und denen schlecht wird, das liegt nur am Drehen. Okay, hier bin ich wieder und ich habe mir einen Zettel gemacht. Also, diesen Wochenrück- und Vorblick geht es ja immer um die Frage, was war und was noch kommt. Zum einen, das merkt man, danke für das Hochschwenken, zum einen, das merkt man ja schon jetzt an der Aufnahme, ich hatte letzte Woche, wo ich den ersten Wochengruß gemacht habe, die geniale Idee, das einfach über Zoom zu machen. Da war die Technik eher nur so lala, jetzt ist es heute viel besser. Die habe ich auch erklärt, die Zahl. Letzte Woche hatten wir den Podcast 17 mit dir. Jetzt nächsten Dienstag kommt der 18er mit Dagmar Ling zum Thema NLP üben. Wie kriegt man NLP in den Alltag integriert? Und auch noch erwähnenswert, gestern kam an Walpurgisnacht der Newsletter Nummer 253, Timeline Training, die praktischen Übungen.
Da hatte ich ja am Ende geschrieben, ich könnte noch weitere Übungen dazu machen, wenn es interessiert. Ich habe jetzt gemerkt, ja, es interessiert einige, aber ich habe andere Themen für den Newsletter. Ich werde den übernächsten Podcast damit füllen, weil der nächste ist auch schon gefüllt. Genau, dann noch Erlebniswochenende. Ich wollte es nochmal sagen, weil es haben sich inzwischen viele angemeldet und viele haben sich noch nicht angemeldet. Ich höre ernsthaft immer wieder den Satz, jetzt gerade in der jetzigen Zeit mit Krise und allem drum und Corona ist frisch vorbei und die nächste Krise blubbert schon, was weiß ich denn, was im Juli ist, wo ich nur sagen kann, Leute, bitte nicht, das Mindset ist ja schrecklich, wollen wir jetzt ab jetzt nichts mehr machen, was länger als eine Woche in die Zukunft geht, weil man nicht weiß, was kommt. Also es ist ohnehin klar, wenn bis dahin hier die Riesenkatastrophe ist, wird das Erlebniswochenende sowieso nicht stattfinden. Und wenn es, was wahrscheinlich ist, irgendwie weitergeht, weil es immer irgendwie weitergeht, dann ist es wahrscheinlich die beste Ressource, die man haben kann, sich da mit 100-200 Leuten mal ein Wochenende zusammenzutun mit normalen Menschen und die Seele lüften lassen und Ressourcen sammeln. Und von daher, wenn du dir deswegen die großen Sorgen machst, dann geh davon aus, irgendeine Rücktrittsmöglichkeit gibt es immer, aber bitte lass dich davon nicht abhalten. Also wir können jetzt nicht die nächsten Jahre im Katastrophenmodus verbringen. Genau, nächste Woche kommt, wie gesagt, am Dienstag der Podcast Nummer 18 mit Dagmar über das NLP üben. Und zwei Tage später kommt schon wieder Dagmar im Studio Jablonski zu der Frage, wie man sich ein Traumleben manifestiert. Habe ich jetzt schön gemacht jetzt hier so mit dem... Schon gut, oder? Das ist... Ich auch. Also, ich mache es noch einmal. Weil das ist so schön. Und damit bin ich im Grunde durch. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt war. Ich wollte ja mal versuchen, unter 10 Minuten zu kommen, um das hinzukriegen. Ich habe mir... 6 Minuten und 52. Das ist völlig okay. Wir machen nächste Woche dafür wieder ein bisschen länger, weil das letzte Mal waren es ja auch 16 Minuten. Diese Serie mit dem Wochengruß hat sich ja entwickelt zum erfolgreichsten YouTube-Start, seit es meinen Kanal gibt. Ich hatte in 3 Tagen 300 Aufrufen. Man will das gar nicht extrapolieren, was das nach 10 Jahren ergibt. Das nach 10 Jahren sind das ja irgendwie 600 Aufrufe, soweit in der Richtung. Mal gucken, wie das jetzt hier läuft. Und weil ich letztes Mal mit einem Zitat geendet habe, will ich heute auch mit einem Zitat enden. Ich habe nämlich eins, was mir sehr gut gefällt, von Jim Morrison, dem Musiker. Der meinte mal rückblickend auf sein Leben, einige der größten Fehler meines Lebens waren Haarschnitte. Und da ist mir so gegangen, wo ich das gelesen habe, ich dachte, das ist, glaube ich, der Inbegriff eines glücklichen Lebens. Wenn du irgendwann auf dein Leben zurückguckst und sagst, einige meiner größten Fehler waren Haarschnitte, dann würde ich mal sagen, hast du nicht alles im Leben falsch gemacht. Das heißt, falls ihr ein Lebensziel sucht und irgend so ein schön, es gibt auch so Seiten im Internet, wo man sowas findet, berühmte letzte Worte, ach ja, einen gebe ich noch, ein Hotelmagnat starb wohl mit den Worten, der Duschvorhang gehört in die Wanne. Oh nein. Auch da habe ich mich oft gefragt, was muss das für ein Leben sein, wenn du mit diesen Worten stirbst, der Duschvorhang gehört in die Wanne. Und einen letzten habe ich noch, Simon Herzl starb mit den schönen Worten, macht keinen Unsinn, während ich tot bin. Okay, ihr könnt Unsinn machen. Nächsten Sonntag geht's weiter mit dem dritten Wochengruß und bis dahin, tschüss.